Und jetzt von dem globalen Blick, Sie sehen, an TTIP hängen sehr viele Themen dran, an TISA und CETA auch. Wollen wir jetzt ein bisschen mehr auf die lokale Ebene kommen und nochmal überlegen, was heißt denn dieses Riesenabkommen, diese riesengroße Politik, was heißt das zum Beispiel für einen Textilfabrikanten vor Ort, in diesem Fall aus Fulda zum Beispiel. Und dazu werden wir jetzt einen, aber sehr wirklich kurzen Vortrag hören, keine Angst, von unserem zweiten Referenten, Herr Hebele. Und der wird kurz sein Unternehmen vorstellen und dann ein bisschen seine Überlegungen als Unternehmer zu TTIP kundtun. Normalerweise gibt es ja genau dann den Konflikt in TTIP, dass es eben die Gegner gibt aus der Zivilgesellschaft und die Unternehmer, die dafür sind. Und umso spannender finden wir das, von einem Produzenten vor Ort zu hören. Also herzlich willkommen, Matthias Hebele. Ja, vielen Dank. Es wird jetzt weniger wissenschaftlich. Aber ich muss persönlich sagen, dadurch, dass ich mit TTIP ein bisschen unterwegs bin, also regelmäßig eigentlich auch bei Attack-Veranstaltungen, was mir auch sehr viel Freude macht, weil ich eben einer der wenigen Unternehmer bin, der sagt, naja, so mit TTIP, dass alles so gut ist, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen sagen, der Vortrag, den Sie eben gehört haben, war einer der besten, die ich je gehört habe zu dem Thema, was das Thema umfassend anging, was das Thema fundiert und fachlich qualifiziert anging. Ich sage aber auch ganz ehrlich, es war auch einer der anstrengendsten, die ich gehört habe. Wer von Ihnen überlegt, Volkswirtschaftslehre zu studieren, Sie haben eben schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Aber es war wirklich toll, also, fand ich, Stefan. Wir gehen jetzt also runter auf die unternehmerische Ebene. Viele von Ihnen kennen mich nicht, deswegen vielleicht mal eine kurze Einführung zu dem Thema Brainshirt. Was ist das eigentlich? Wie kam das dazu? Ich habe eigentlich von Textilien überhaupt keine Ahnung. Ich komme eigentlich aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre, ich bin eigentlich Unternehmensberater, originär. Und ich war 2004 auf dem Weg zu meiner Frau nach Norwegen und hatte da am Flughafen eine Stunde Aufenthalt in Amsterdam, weil wenn Sie nach Trondheim fliegen, können Sie entweder über Oslo oder über Amsterdam fliegen. Ich habe es dann über Amsterdam getan und war da in einem Laden eines bekannten englischen Labels, das immer sehr viele Cargos hat. Ich habe mir dort ein Hemd gekauft, das hat 179 Euro gekostet, das tue ich relativ selten. Und dann habe ich es ausgepackt und dann stand da drin, Made in China. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, da hast du irgendwas falsch gemacht. Also es kam dann diese klassische Nachkaufreue, die der ein oder andere von Ihnen auch kennt. Ja. Wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, dann heißt es ja immer, irgendwann hat es mal Klick gemacht. Das war bei mir der Moment, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Also meine Idee dann damals, ja dann produziert auch Hemden in Deutschland. Weil wir Unternehmensberater, wir haben ja eine große Last, das ist, wir versuchen immer, wir fragen uns immer, warum machen wir eigentlich immer nur andere Unternehmen klug und machen das nicht mal selbst. Und da habe ich gedacht, Hemden, das könnte sein. Ich hatte damals noch nichts vor mit ökologisch oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach gedacht, machen wir Hemden in Deutschland. Jetzt habe ich früher als Unternehmensberater für Teegut gearbeitet. Und ich muss persönlich sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Wolfgang Gutbellett vergöttere, aber es ist so kurz davor. Also ich finde den Gründer von Teegut wirklich genial und ich finde auch das, was er gemacht hat, genial. Und ich habe einfach aus dieser Zeit, wo ich für Teegut gearbeitet habe, unheimlich viel gelernt. Unter anderem die Tatsache, dass du saubere Produktionsketten brauchst. Das heißt, dass die sogenannte Lieferkette, die Supply Chain, also von der, nehmen wir mal das Beispiel Hemd, von der Baumwolle bis zum fertigen Hemd muss belastbar sein. Ich kann also nicht hergehen und kann sagen, ich kaufe halt hier mal ein bisschen Baumwolle und ich kaufe mal da lass es da nähen, weil dann kriegen Sie nie eine saubere Qualität hin, sondern Sie brauchen belastbare Ketten. Und Teegut macht das mit dem Thema Vertragsanbau. Und dann habe ich gedacht, okay, dann können wir das ja auch mit Vertragsanbau machen. So, ich hatte ja gesagt, ich habe keine Ahnung von Textilien. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich die Finger davon gelassen. Und es war dann so, wenn Sie sich mit Textilien beschäftigen, dann wird es relativ schnell unappetitlich. Und zwar deshalb, weil Sie eben feststellen, dass da ganz viele Dinge passieren, die Ihnen eigentlich gar nicht taugen können. Also das, was wir teilweise oder auch was Sie
auf ihrer Haut tragen, das ist schon teilweise wirklich heftig. Was Chemikalien angeht, was Verfahren angeht, was Kinderarbeit angeht, was Sozialstandards etc. angeht. Und so haben wir dann einfach gesagt, okay, das müssen wir wohl anders machen. Und dadurch, dass wir ja eben keine Erfahrung hatten von Textilien, haben wir einfach gedacht, okay, wir brauchen das einfach ganz sauber auch so, wie wir uns das vorstellen würden. Und daraus haben wir eben drei Prinzipien abgeleitet, die für unser Unternehmen gelten. Das eine ist ethisch und organisch einwandfreies Ursprungsmaterial. Das bedeutet für uns, alle Produkte, die wir verwenden, sind entweder aus kontrolliert biologischem Anbau, also bei pflanzlichen Fasern, oder kontrolliert biologischer Tierhaltung bei tierischen Fasern. Der zweite Punkt ist die Fertigung in Zentraleuropa. Das bedeutet für uns Zentraleuropa, Schweiz, Deutschland, Italien, Österreich und Polen. Mehr gibt es bei uns nicht. Und der dritte Punkt ist die Reduktion des Carbon Footprints. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mein Hemd anschauen, hat dieses Hemd automatisch 60% weniger CO2-Emissionen als jedes konventionelle Hemd. Das hängt damit zusammen, weil wir einfach auf Pestizide und andere Dinge verzichten im Bereich der Baumwollproduktion. Wir, Achtung, Wortwitz, spinnen regenerativ. Also das heißt, wir haben unsere Spinnerei dazu gebracht, dass sie ihre Wasserkraft wieder anwirft in der Schweiz. Wir weben regenerativ. Das heißt, die Weberei von uns ist im Vorarlberg. Dort wird eben komplett mit Wasserkraft gewebt. Und es hat sogar noch den großen Vorteil, dass der komplette Kindergarten und die komplette Stadtverwaltung von Bludenz eben auch noch mit dieser Wasserkraft versorgt wird. Und unsere Konfektionäre arbeiten eben auch mit Sonnenenergie, also Solarenergie, als eine Komponente. Die haben eben kein Wasser im Burgenland, da wo unser Betrieb sitzt oder in Polen. Aber da verwenden wir zumindest Solarenergie. Die Konsequenz davon ist, wie gesagt, 60% CO2 runter. Das finden wir spannender übrigens, als wenn wir hergehen würden und würden sagen, wir kaufen uns irgendwelche CO2-Zertifikate und sagen, unsere Hemden sind CO2-neutral. Jeder, der sich mit Baumwolle auskennt, weiß, dass das ein Riesenunfug ist, weil die Baumwolle ist nun mal eine der Pflanzen, die meistens CO2 produziert. Aber wir finden es einfach toll, wenn man 60% reduziert. So, 2009 das erste Hemd. Also wir haben 5 Jahre, oder ich habe 5 Jahre gebraucht, bis ich eben meine Lieferkette so hatte. Nehmen wir ein Beispiel, ist unter TTIP-Aspekt nochmal interessant anschließend. Wir haben also eine Baumwolle aus New Mexico und Arizona, eine Bio-Baumwolle. Ist im Land von Monsanto was ganz Besonderes. Und die Unterstützung von Baumwollfarmern im Land von Monsanto ist wahnsinnig wichtig. Die geht dann nach Breben, von Breben nach Winterthur in der Schweiz, wird dort gesponnen, 80 Kilometer weiter nach Bludenz im Vorarlberg, wird dort gewebt. Und die Hemden werden entweder genäht in der Nähe von Warschau oder in der Nähe von im Burgenland, also in der Nähe von Wien. Der ein oder andere wird sagen, das ist aber eine ganz schön lange Kette, ist es nicht. Weil eine normale Kette ist wesentlich länger, also man rechnet so bei einem normalen T-Shirt, für diejenigen, die ihr T-Shirt tragen, zweimal um die Welt. Das ist so das Normale, was man rechnet. Und wir haben auch relativ viel Schiffe und andere Sachen dabei, wo wir eben dann eben auch reduzieren in dem Bereich. So, also 2009 das erste Hemd, 2011, es ging dann weiter. Ich habe dann gesagt, ich finde es unfair, dass Frauen sich ökofair nachhaltig anziehen können und nur wir Männer nicht. Und dann habe ich dann gesagt, gut, okay, machst du Business Mode für Männer, das gibt es auch nicht. 2011 hatten wir das erste fertig, also komplett und genäht im Odenwald. Also wir sind eines der letzten Unternehmen, das im Odenwald wirklich noch produziert. Also quasi 120 Kilometer von Ihnen entfernt. 2013 haben wir unseren ersten Vegan Fashion Award gewonnen. Auch für ein reines Business Outfit, für Stoffe, Materialien, die wir mit die Frauen, wenn Sie kennen, mit Stella McCartney zusammen entwickelt haben. 2014 habe ich dann an der Uni Oldenburg den, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Nico Pech kennengelernt, Postwachstumsökonom. Das war bei uns beiden so Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also, wenn Sie sich mit dem unterhalten, der macht Ihnen so Ihre Weltbilder kaputt, das ist klasse. Also, da fangen Sie ganz an, völlig neu zu denken. Es geht gar nicht anders. Und die Konsequenz davon trage ich momentan. Weil er hat zu mir gesagt,
Also ich finde dein Wachstum finde ich toll. Also wir mögen uns wirklich. Er hat gesagt, dein Wachstum finde ich toll, aber du bist immer noch zu weit. Du musst was machen, das ist wesentlich regionaler. Dann habe ich gesagt, eigentlich hast du recht, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann habe ich gedacht, naja, Baumwolle wächst bei uns in der Rhön so schlecht. Es ist so kalt, aber was wächst denn da? Schafe. Also die wachsen nicht da, aber die leben da. Also habe ich gedacht, machst du mal was aus Rhön-Schaf. Und wir haben nun wirklich, ich habe das Glück gehabt, dass ich einen Bauern gefunden habe, der auch auf dem Biolandhof ist und der eben dort auch Rhön-Schafwolle hat. Und der ist eben mit seiner Rhön-Schafwolle, also die Geschichte ist folgendermaßen, die Geschichte von der Jacke geht folgendermaßen, die Schafe in Zollsdorf in der Nähe von Hünfeld geht dann die Wolle anschließend weiter nach Brandenburg in der Nähe von Forst. Dort wird gekämmt und gesponnen. Dann geht es weiter nach Kirchenreuth in der Oberpfalz, dort wird gewebt und gewalkt. Und dann geht es weiter nach Mömmling im Odenwald, dort wird genäht. Vom Schaf bis zur fertigen Jacke 957 Kilometer, das ist eine Sensation, das schafft auch sonst keiner. Das ist wirklich jetzt mal lokale, regionale Produktion, also nicht im Flieger. Und das Zweite, was er gesagt hat, war dann, also Nico Pech gesagt hat, war dann, ja, wir können ja auch nicht ständig immer weiter wachsen. Wir müssen ja auch mal gucken, das ist Matthias, muss mal denken, Mensch, und Tauschhandel, und wir arbeiten sowieso viel zu viel und eigentlich 8 Stunden reichen uns in der Woche. Wir brauchen gar nicht so viel arbeiten, die andere Stunde, die andere Zeit, die stellen wir für soziale Projekte zur Verfügung. Das ist ein ganz anderes Denken und die Sachen müssen länger halten. Da habe ich gesagt, hast recht, die Sachen müssen länger halten. Und dann habe ich gesagt, okay, was können wir denn tun? Was können wir zum Beispiel bei der Baumwolle tun? Wir können ja nun hin und her gehen, also wir kriegen die Baumwolle noch nicht besser produziert. Also haben wir gesagt, gut, okay, wir machen ein Produkt, das nennt sich EXP4. Also das heißt eigentlich Exponent 4, und jeder, der Mathematiker ist, weiß, dass es ein Blödsinn ist, wenn ich es jetzt erkläre, aber es hat sich marketingmäßig so gut angehört. Also EXP4 heißt einfach die Vervierfachung der Lebensdauer von so einem klassischen Hemd. Das heißt, wir haben einfach eins gemacht, wir sind hergegangen. Jetzt müssen Sie sich das vorstellen, ökonomisch totaler Blödsinn. Jeder Betriebsrat sagt, um Gottes Willen, was macht er denn jetzt wieder? Also, Sie kriegen zu jedem Hemd von uns aus dieser Serie 2 Kragen und 2 Manschetten. Warum? Ganz einfach, weil Kragen und Manschette, das ist, was zuerst kaputt geht, also tauschen wir es aus, damit haben Sie die Lebensdauer verdoppelt. Das ist die erste Stufe. Die zweite, dann kommt, dann ist das Hemd wirklich kaputt, dann schicken Sie uns das Hemd zurück. Dann kriegen Sie noch Geld dafür. Okay, das ist eine Kundenbindungsmaßnahme, aber Sie kriegen faktisch Geld dafür. So, dann nehmen wir diesen Rest und machen aus diesen Resten ein upcycled Hemd. Damit verdreifachen wir die Lebensdauer. Und anschließend, wenn das Hemd dann kaputt ist, schicken Sie uns das Hemd wieder ein. Da kriegen Sie jetzt kein Geld mehr für. Und dann schreddern wir das Hemd. Und wir sind wirklich in der Lage, aus diesen geschredderten Hemden, das geht, also wer von Ihnen kennt sich mit Weben aus? So ein bisschen. Wir haben ja die Kette und wir haben den Schuss. Ja? Und bei der Kette geht es nicht, also bei der Kette können Sie kein Recyclingmaterial reingeben, aber beim Schuss können Sie Recyclingmaterial reingeben, weil das weniger halten muss. Also normalerweise die Kette, wenn Sie so eine Hose haben, die geht in der Breite, muss sie weniger tragen als in der Länge. Und meistens. Und da ist es halt so, und da ist halt so, dass wir dann halt hergehen und wir setzen momentan den Schuss unserer Jeans 40% Recyclingbaumwolle zu. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt die Lebensdauer des Hemdes wirklich damit vervierfacht, indem wir sie einfach jetzt in Jeans mit einfließen lassen. Und das ist auch so ein Ergebnis aus dem Gespräch mit Nico Pech. Ich sage Ihnen, es lohnt sich, mit ihm zu reden, und es lohnt sich auch mal, seine Bücher zu lesen. Das ist echt toll. Ja, 2015, 2. Regen Fashion Award. Das ist also gestern gewesen. Und da ich ja bei der Kulturinitiative Adelshausen bin, kann ich noch dazu sagen, meine Frau ist Ballettlehrerin und Choreografin. Die hat gestern den Kulturpreis aus dem Main-Kinzig-Kreis gewonnen. Und bei uns heißt es inzwischen schon, ich habe heute schon die ersten Mails bekommen mit der Preisträgerfamilie 2015. TTIP. Es gibt 2 Punkte, wie man TTIP beurteilt. Und für mich ist es einfach so, ich bin Unternehmer natürlich, aber ich bin genauso wie Sie Bürger. Und für mich ist natürlich die Frage, will ich das alles so haben, wie ich das so will? Oder wie das so kommt? Und natürlich bin ich eben,
wenn ich von der Unternehmensseite her komme, jemand, der per se gegen Handelshemmnisse ist, weil damit sind wir ja jeden Tag auch mehr oder weniger stark konfrontiert. Wenn ich sehe, wie schwierig es ist, in einem EFTA-Staat, also Schweiz zum Beispiel, Produkte auszuführen, weil ich jedes Mal blöde Zolldeklarationen machen muss, weil ich jedes Mal mit dem deutschen Zolldiskussionen habe, mit dem Schweizer Zolldiskussionen habe, was auch immer. Und das sind jetzt nur Zölle. Ja? Ja, da muss ich persönlich sagen, per se sind Handelshemmnisse Unfug. Und ich verstehe natürlich deinen Ansatz, dass du sagst, es gibt auch Staaten, wo ich protektionistische Maßnahmen habe, gerade in der dritten Welt, um eben meine Wirtschaft, die gerade anfängt, so ein bisschen zu wachsen, zu schützen. Aber per se ist es für mich so, dass ich sage, zumindest in den Ländern, über die wir jetzt reden, nämlich Europa und die Vereinigten Staaten, da müssen wir niemanden mehr schützen. Also da wäre für mich persönlich ein transparenter Handel wesentlich angenehmer. Trotzdem, deswegen bin ich heute Abend hier, lehne TTIP, zumindest so wie es momentan gemacht wird, ganz klar ab. Und das hat für mich, das möchte ich eigentlich verdeutlichen, an 5 Beispielen. Dieses Thema Investitionsschutz. Das ist mein erstes Beispiel, weil ich einfach hier sage, verdammt nochmal, wofür wurde eigentlich der Investitionsschutz geschaffen? Dieses ganze Thema mit dem Investitionsschutz wurde irgendwann mal aufgegriffen, zwar schon wesentlich früher, aber weil es jetzt jeder von Ihnen sehr gut vorstellen kann, 1990, also unmittelbar nach der sogenannten Wende, gingen viele deutsche Unternehmen her und haben gesagt, wir investieren in den ehemaligen GUS-Staaten. Und dann waren die natürlich sehr dankbar dafür, dass sie irgendwas hatten, was dazu führte, dass sie halt Siemens oder wie sie auch alle hießen, sowas Ähnliches hatten wie eine Sicherheit. Weil man wusste ja im Endeffekt nicht, was passiert. Denn wie stabil und wie belastbar ist denn diese Demokratie in Russland? Ja? Oder ist es plötzlich so, wenn ich jetzt ein Gemeinschaftsunternehmen dort bilde, kann es dann vielleicht dazu kommen, dass dann plötzlich mein ganzes Geld weg ist? Ja? Und da ist natürlich dann die grundlegende Frage, möchte man das haben oder möchte man das nicht haben? Und da war es eben definitiv so, dafür wurde dieser Investitionsschutz mal ins Leben gerufen. Aber ich muss persönlich sagen, unter den Berücksichtigungen, wie man es immer relativieren kann, ich halte sowohl Europa als auch Amerika für eine Demokratie. Und wenn wir in der Demokratie leben und wenn wir in dieser Demokratie die Gewaltenteilung haben wollen, so wie wir die momentan haben, dann brauchen wir nur normale Gerichte und keine Sondergerichte. Ja, ganz einfach. Kreuzkompensation. Also Verhandlungen funktionieren ja immer so, gibst du mir was, gebe ich dir was. Und die funktionieren aber leider Gottes häufig auch so, dass man zwei Dinge miteinander kombiniert, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Also dieses sogenannte Trade-off-Prinzipien. Also zum Beispiel, ich habe ja gehört, dass wir eigentlich dieses böse C-Wort nicht mehr sagen dürfen, also Chlorhühnchen. Aber nehmen Sie mal das Beispiel Chlorhühnchen. Die Amerikaner sagen, wir möchten die Chlorhühnchen bei euch haben. Daraufhin geht, ich wollte normal sagen, immer Volkswagen, das darfst du momentan nicht mehr sagen. Also da geht ein deutsches oder geht ein anderes Autounternehmen hin und sagt, ich möchte aber gerne andere Rückspiegel haben. Und dann sagen die, okay, Chlorhühnchen gegen Rückspiegel. Das nennt man Kreuzkompensation und das ist todgefährlich. Weil man einfach da miteinander Dinge kombiniert, die überhaupt keinen Sinn machen. Der dritte Punkt, Werteinfluss, worauf, also dieser Aspekt Demokratieverständnis. Ich glaube einfach, dass wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts alle so viel Demokratieverständnis haben, dass wir eigentlich anders darüber nachdenken könnten oder sagen könnten, entweder wir machen das offen, transparent in der Öffentlichkeit, so wie alle anderen Entscheidungen oder viele Entscheidungen, die wir hier in dieser Republik, in diesem Staat treffen, und gehen nicht her und machen daraus solche Geheimkammergespräche. Wenn Sie Ihre Bundestagsabgeordneten fragen, ob die schon mal TTIP-Unterlagen gesehen haben, wird die Mehrzahl von Ihnen sagen, nein. Ja, warum nicht? Weil die keinen Zugang dazu haben. Das heißt, wir haben Volksvertreter, die wir gewählt haben, und die haben keinen Zugriff zu den Unterlagen. Das ist doch völlig banal. Sie haben schon Zugang. Sie dürfen in einen extra Raum rein Einsicht nehmen, aber Sie dürfen mit niemandem drüber reden. Ja, und nur ganz kurze Zeit, ne? Also nur nach vorhergehender Anmeldung und nur ganz kurze Zeit, ja. Nichts kopieren, nein. Ja, und dann
Das liegt mir natürlich als jemand, der mit Textilien sich auseinandersetzt, einfach auch extrem am Herzen. Wir haben über Jahre hinweg, und ich meine, man kann über die CSU selten was Gutes sagen und in der aktuellen Zeit noch viel weniger, aber die Ilse Aigner hat sich ja noch nicht umsonst mit Monsanto angelegt. Ja, die Ilse Aigner ist ja nicht umsonst hingegangen, hat zum Beispiel so über Monsanto gesagt, also mit mir gibt es keine Aussagen von genveränderten Mais. Ja. Ich persönlich bin hundertprozentig der Überzeugung, dass wir, wenn wir gucken, wir haben in der Europäischen Union, was genetisch veränderte Organismen, also GVOs angeht, noch einen relativ sauberen Stand. Das heißt, wir haben eigentlich relativ wenige klassisch genetisch veränderte Organismen drin. Die kriegen wir, davon bin ich hundertprozentig überzeugt, durch TTIP mit der Hintertür. Ja. Und dann können wir eben nichts mehr sagen. Und wenn wir dann hergehen und sagen, nein, ihr dürft die nicht aussehen, dann passiert genau das, was wir eben hatten. Dann geht Monsanto her und sagt, ha, Moment. Oder was glauben Sie, warum Monsanto sich momentan so zurückgehalten hat? Die haben dann nicht gesagt, nee, also wir schreiben den europäischen Markt für uns ab, der ist für uns nicht interessant. Ja? Die haben einfach gesagt. Und ich muss persönlich sagen, da fehlt auch irgendwo das Verständnis. Ja? Ich hab keine Feindbilder, aber Monsanto kommt ziemlich eng dran. Wenn ich mir überlege, dass dieser Konzern hergeht und teilweise sich Organismen patentieren lassen will. Also die waren jetzt kurz davor, sich Schweine patentieren zu lassen. Also genauso wie sie das im Endeffekt mit anderen Dingen gemacht haben. Und das Problem ist, und wenn sie da mit anderen Menschen reden und sagen, warum bist denn du so gegen Gentechnik und Gentechnik ist doch toll. Sage ich, ja super, ich weiß, wie toll Gentechnik ist. Und machen wir es mal nicht konkret an dem Beispiel des Maises in Mexiko, das wird fast jeder von Ihnen kennen. Wir hatten vor 100 Jahren noch über 50 verschiedene Maissorten in Mexiko, eindeutig zu bestimmende. Inzwischen gibt es noch zwei. Weil in allen anderen Maissorten, dass sie natürlich Einkreuzungen von diesen Monsanto-Genen drin haben. Und das heißt ja momentan noch in Spitzbergen, in der Samenbank haben sie zwar noch die richtigen Organismen liegen, aber per se sind diese Organismen weg. Ja? Und ich finde einfach, wir Menschen haben nicht das Recht, dermaßen stark in die Schöpfung einzugreifen, wie wir das tun. Dass wir es können, haben wir bewiesen, aber ob wir es dürfen, das ist die andere Frage. Es gibt, und das muss ich eigentlich zur Vollständigkeit halber noch sagen, also das waren so meine vier Argumente, warum ich so gegen TTIP bin, und wir können gerne auch in der Diskussion nochmal drüber reden. Ich glaube, ich habe da noch ein paar andere Beispiele. Ich möchte aber ehrlicherweise auch eins sagen. Es gibt durchaus Unternehmen, die eindeutig für TTIP sind und auch gerade im mittelständischen Bereich. Das sind nämlich die Unternehmen, denen der amerikanische Markt momentan durch den amerikanischen Protektionismus verbaut ist. Wenn Sie sich heute mit Medizintechnikunternehmen unterhalten, dann werden Sie keinen finden, der Ihnen nicht sagt, ich bin hundertprozentig für TTIP. Weil das ist nämlich so, du hast recht, wenn du sagst, es gibt Spezialisten, die dorthin können, ja, aber die gibt es eben nicht überall. Die Amerikaner sagen zum Beispiel, im Gesundheitsbereich werden Bayer und andere auch wieder bezeichnet, dort drüben jedes Medikament rauswerfen dürfen. Wenn es zum Beispiel um das Thema Medizintechnik geht, Braun-Melsungen mal fragen, das ist furchtbar schwierig, dorthin zu gehen. Das ist furchtbar schwierig, dorthin zu importieren und deswegen, exportieren, Entschuldigung, und deswegen werden Sie natürlich dort, gerade im Bereich der Medizintechnik, sehr viele Unternehmen finden, die Ihnen sagen, wir finden das gut. Ich bin gegen Handelshemmnisse, aber ich bin auch dafür, dass wir mittelfristig in einer Welt leben, die für uns alle lebenswert ist. Und ich glaube, TTIP macht es ein Stückchen weniger lebenswert. Ja, vielen Dank, Matthias Hebeler.